Also, dann fahren wir weiter mit einem Doppelvortrag, um den Morgen dann zu beenden, den Doppelvortrag von Felix Müller und Friederike Holze. Felix Müller, Privatdozent, leitet den klinischen Forschungsbereich für substanzgestützte Therapie an der Universität Basel. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Durchführung von klinischen Studien mit MDMA und LSD und hat zahlreiche Artikel in diesem Bereich publiziert. Nach dem Studium von Medizin, Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie ist er seit 2013 in den universitären psychiatrischen Kliniken Basel tätig, seit 2014 in der Forschung mit Psychedelika. 2021 wurde er in Erwachsenenpsychiatrie habilitiert. Seine Forschung wurde mit dem Schweizer Suchtforschungspreis 2019, dem Inger-Salling-Preis 2020 und dem Brief-Rutiger 2022 ausgezeichnet. Felix ist Mitglied bei der SEPT. Er war bei der LSD-Angststudie als Therapeut dabei und leitete gleichzeitig eine LSD-Studie zur Depressionsbehandlung, von der er uns nun exklusiv berichten wird, denn diese Studie ist noch nicht veröffentlicht, also es ist wirklich eine Weltpremiere, die Resultate, die er uns hier zeigt. Dann wurde mir auch noch ins Ohr geflüstert, dass du heute Geburtstag hast. Also, es kommt viel Gutes zusammen heute. Hoffentlich. Da freue ich mich sehr. Den zweiten Teil des Vortrags wird dann Friederike Holze bestreiten. Sie studierte von 2011 bis 2016 Pharmazie an der Universität Basel und arbeitet seit 2017 in der Psychopharmakologie-Forschungsgruppe am Unispital Basel unter der Leitung von Professor Matthias Liechti, wo sie auch doktoriert hat. Ihr Fokus liegt auf der Beschreibung der Pharmakologie von psychoaktiven Substanzen, LSD, Psilocybin und MDMA in gesunden Individuen. In diesem Rahmen hat sie ca. 200 psychedelische Erfahrungen begleitet und zahlreiche wissenschaftliche Artikel publiziert. Also sie gehört hier zu den erfahrensten in Substanzbegleitungen, das kann man sicher sagen. Zurzeit lebt sie während eines zweijährigen Forschungsaufenthalts in Kopenhagen. Friederike arbeitete als Study Managerin bei der LSD-Angststudie mit, an der ich auch beteiligt war. Sie stellt diese Studie vor. Study Managerin ist allerdings kein sehr zutreffendes, da zu technisches Wort für das, was sie getan hat. Sie war die gute Seele in unserem Projekt und hat die Gruppe der Hobbyforscher, die wir Therapeutinnen ja sind, mit nie ermüdender Freundlichkeit darauf hingewiesen, dass das und wie wir unsere administrativen Arbeiten erledigen sollen. Ein fehlendes Kreuzchen hier, eine fehlende Unterschrift dort. Sie hat die Daten ausgewertet und das wissenschaftliche Paper zum größten Teil selber verfasst. Ich freue mich, dass Friederike Ihnen unsere Studie hier vorstellt. Und jetzt gebe ich euch das Wort. Ja, vielen Dank. Ich steige ein mit einem allgemeinen Thema, um das ein bisschen einzuordnen, was die Friederike Holze, der Peter Gasser und ich vorstellen mit diesen Studien. Das ist eine Grafik, die zeigt die Anzahl der Publikationen zu LSD und Psilocybin über die Jahre, also seit dem Start von all dem. Und man sieht da ja recht deutlich so diesen Peak, den es gab, 50er, 60er Jahre, und man sieht auch sehr deutlich, wie stark jetzt dieser Anstieg gewesen ist in den letzten Jahren. Es wird ja manchmal jetzt schon von so einem Hype gesprochen, der da gerade abläuft. Und ich finde, wenn man einen Hype grafisch darstellen würde, dann würde der wahrscheinlich recht ähnlich aussehen wie das, was man da sieht. Was man auch sieht, ist, dass in den 50er, 60er Jahren LSD natürlich deutlich führend war. Psilocybin hat da wirklich nur eine sehr kleine Rolle gespielt demgegenüber. Und heute hat sich das alles ein bisschen umgedreht. Es gab zahlreiche Psilocybin-Studien jetzt mittlerweile zu Ängsten, Depressionen, Alkoholabhängigkeit, Zwangserkrankungen und so weiter. Und es gab aber bisher in den letzten Jahren nur zwei Studien, die abgeschlossen wurden, die einen therapeutischen Ansatz hatten. Das waren beide Studien, wo der Peter Gasser beteiligt war und auch die Friederike Holze, wo es um Patientinnen und Patienten mit Ängsten ging.
Und die Studie kommt jetzt noch dazu. Also sozusagen, wenn Sie den Tag haben, dann sind Sie eigentlich wirklich sehr gut informiert über das, was jetzt gerade die therapeutischen Studien in dem Bereich angeht. Da hat man eigentlich fast alles dann gesehen. Das ist eine randomisierte, kontrollierte Studie zu Depressionen. Das ist etwas, was, wo es früher 50er, 60er Jahre schon auch Depressionsstudien gab in dem Bereich. Aber es gab keine Studien, die sozusagen diesen Goldstandard-Ansatz angewandt haben. Wieso ist Depression wichtig? Das ist wahrscheinlich was sehr vielen hier klar ist. Es ist eine extrem häufige psychische Erkrankung. Man schätzt, dass jede fünfte Person einmal im Leben davon betroffen ist. Und es ist auf der anderen Seite natürlich so, dass schon sehr lange Zeit, seit Jahrzehnten kann man eigentlich sagen, die Behandlungserfolge nicht optimal sind. Man schätzt, dass ca. 50% der Personen eine Besserung zeigen nach einem Antidepressivum. Besserung wird meistens gesagt, das soll mindestens 50% Symptomreduktion sein. Bei Psychotherapie ist es ein bisschen höher mit 60%. Und was auch bei Antidepressiva-Studien sehr deutlich ist, dass es immer einen sehr, sehr hohen Placebo-Effekt gibt. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann kann ja der Unterschied als recht marginal erscheinen, wenn man 40% Besserung hat mit einem Placebo und beim Antidepressivum 50%, dann geht es um 10% Unterschied. Etwas, was man sich manchmal fragen kann, wie relevant das letztendlich ist. In den Studien sieht es dann meistens so aus, wie sich diese Verbesserung der Symptome in den Studien zusammensetzt. Sie haben erstmal unten etwas, was zustande kommt durch den natürlichen Verlauf der Erkrankung. Depression ist ja eine Erkrankung, die häufig episodenhaft auftritt und Menschen melden sich in die Studien, wenn sie eben gerade eine Episode haben und die wird dann besser im Verlauf. Man weiß auch, dass Menschen sich anders verhalten, wenn sie an einer Studie teilnehmen, dass sie dann in gewisser Weise ihr Leben ändern und auch dadurch dann schon eine Besserung erfahren. Dann gibt es noch die eigentlichen Placebo-Effekte, dass Menschen wissen, sie machen jetzt irgendwas, sie nehmen eine Pille ein und denken, ja, da könnte jetzt was passieren und dann kommt es eben zu diesem Placebo-Effekt. Und dann zum Schluss hat man natürlich noch, wenn es gut läuft, die Behandlungseffekte von dieser Intervention, die man da untersucht. Wenn man das so sieht, dann kann man natürlich irgendwie auch ein bisschen mutlos werden, was wir da eigentlich die ganze Zeit machen. Ich denke, es ist auf der anderen Seite auch wichtig zu sagen, dass diese ganzen unspezifischen Effekte, die Placebo-Effekte und so weiter, dass es die natürlich auch nicht gibt, wenn man gar nichts mit den Menschen macht. Also wenn man ihnen ein Medikament gibt, dann hat man natürlich automatisch auch immer diese Placebo-Effekte. Das kommt natürlich dazu. Insgesamt zeigt es aber auch, dass Kontrollgruppen einfach in klinischen Studien extrem wichtig sind, weil diese Effekte sehr, sehr groß sind und weil man das immer gegen so eine Gruppe vergleichen sollte. Und das Problem in der Forschung mit Halluzinogenen war in den letzten Jahren, dass das oft nicht gut gehandhabt wurde. Es gab Studien, die hatten überhaupt keine Kontrollgruppe. Es gab Studien, die hatten dann Leute, die auf einer Warteliste waren und so weiter. Und das ist etwas, wo es nach wie vor noch ein relativ großes Defizit gibt. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig zu sagen, wenn man jetzt eine Placebo-kontrollierte Studie machen will in diesem Bereich, was ist ein gutes Placebo bei Halluzinogenen, das ja sehr, sehr deutliche Effekte hat, wie kann man sowas wirklich verblinden? Und ich denke, die wirkliche Antwort darauf gibt es noch nicht. Wir haben bei der Studie eben ein bisschen anderen Ansatz probiert und haben gleichzeitig auch untersucht, wie gut der funktioniert. Das Design von der Studie war eine randomisierte, doppelblinde, Low-Dose-kontrollierte Studie. Das heißt, wir haben den Menschen, die in der Kontrollgruppe waren, eine kleine Dosis LSD gegeben und haben eben dadurch gehofft, dass dadurch die Verblindung sich verbessert quasi. Also dass weniger Menschen merken, ob sie in der Gruppe sind, die die hohe Dosis bekommen oder eben nicht. Und dadurch auch diese Placebo-Effekte stärker werden zu lassen. Die Studie lief insgesamt über 19 Wochen.
Wir haben jeweils zweimal die Substanz verabreicht. Das heißt, die Menschen, die in dieser Low-Dose-Gruppe waren, haben zweimal 25 Mikrogramm bekommen und die in der anderen Gruppe haben beim ersten Mal 100 Mikrogramm bekommen. Und dann konnten sie entscheiden beim zweiten Mal, ob sie 100 Mikrogramm nochmal haben wollen oder ob sie aufdosieren wollen auf 200 Mikrogramm. Wobei es dann praktisch so war, dass alle, die teilgenommen haben, sich für diese Aufdosierung entschieden haben, sodass es im Endeffekt dann immer 200 waren. Das Ganze war eingebettet, so wie das ja üblich ist bei diesen Studien, auch in etwas, was man vielleicht supportive Psychotherapie nennen könnte. Wir hatten Vorgespräche und Nachgespräche, wo es eben auch darum ging, eben die Menschen darauf vorzubereiten, hinterher zu schauen, was ist jetzt passiert an diesen Tagen, wie kann man das integrieren und so weiter. Wir haben natürlich auch Messungen gemacht. Wir haben an allen diesen Terminen, die die hatten mit uns bei diesen Gesprächen, Fragebögen erhoben, verschiedene Art, die vor allem natürlich Depressionen messen. Und der primäre Endpunkt, das ist immer etwas, was wichtig ist bei solchen klinischen Studien, der war 2 Wochen nach dieser zweiten Gabe von der Substanz. Der primäre Endpunkt, das ist etwas, was man quasi vorher definiert und sagt, wenn man an diesem Zeitpunkt einen guten Effekt sieht, dann gilt die Studie insgesamt als erfolgreich. Welche Personen haben wir aufgenommen? Wir haben natürlich Menschen eingeschlossen, die eine Diagnose einer Depression haben müssten. Und die musste auch noch, was mit dem Fragebogen erhoben wurde, einen mittleren bis schweren Grad haben. Wenn die Personen Antidepressiva genommen haben, dann war das nicht per se ein Ausschlussgrund, aber in Fällen, wo man gedacht hat, dass es Interaktionen geben könnte mit dem LSD, musste das dann vorher abgesetzt werden. Und wir haben auch keine Personen aufgenommen, wo man Hinweise gesehen hat für akute Suizidalität. Das ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen unübersichtlich, das ist immer ein Schema, das es so gibt bei den Studien und das einfach zeigt, wie so der Verlauf war mit der Rekrutierung, wie viele man gescreent hat, wie viele man aufgenommen hat und was dann im Verlauf der Studie, was es an Dropouts gab. Ich zeige da nur 2 Punkte, die wichtig sind. Wir haben letztendlich 61 Menschen in die Studie aufgenommen. Insgesamt haben wir 319 gescreent. Das ist, denke ich, im Vergleich zu sehr vielen anderen Halluzinogenstudien eine recht gute Rate. Also es ist bei solchen Studien oft so, dass die sehr, sehr großen Anzahl an Menschen untersuchen und dann nur eine sehr kleine Anzahl aufnehmen, was so ein bisschen die Gefahr ist, dass man dann eben speziell Menschen selektiert, wo man das Gefühl hat, die eignen sich speziell für diese Behandlung. Und ich denke, dass das etwas ist, was wir sehr wenig gemacht haben. Insgesamt haben dann 24 bzw. 25 Personen die Studie komplett abgeschlossen. Es fallen bei solchen Studien ja im Verlauf immer ein paar Menschen raus aus verschiedenen Gründen. Und analysiert wurden dann, also wir haben in die Analyse alle Personen aufgenommen, für die eben Daten vorhanden waren, so gut es eben möglich war. Die, die dann analysiert wurden, waren nicht ganz vergleichverteilt, 25 Frauen, 31 Männer, das Durchschnittsalter war 40 Jahre, 60% von denen waren in einer Beziehung und 50% erwerbstätig. Wir hatten tatsächlich einen relativ hohen Anteil auch an Menschen, die eine IV-Rente bekommen. Zur Krankengeschichte, im Schnitt hatten die 16 Jahre Depressionen hinter sich, 40% hatten noch eine Co-Diagnose einer Angsterkrankung, was auch recht typisch ist sozusagen für dieses Depressionssample, weil das eben eine Erkrankung ist, die häufig mit Depressionen assoziiert ist. An Vorbehandlung hatten die im Schnitt 3-mal einen Versuch mit dem Antidepressivum, 4 Jahre Psychotherapie und 2 Monate stationäre Behandlung. Das ist auch was ich, denke ich, recht gut finde bei diesem Sample, dass das schon auch ganz gut abbildet, so diese Art von Patientinnen und Patienten, die man tatsächlich dann in den Spitälern antrifft. Ich komme zu den Ergebnissen. Erstmal zeige ich, was es an diesen Tagen, an denen wir die Substanzen verabreicht haben, passiert. Das ist eine Grafik, die zeigt ganz simpel sozusagen einfach, wie stark war das Ausmaß von diesen subjektiven Effekten. Da sieht man in Blau jeweils diese Low-Dose-Gruppe und in Rot die High-Dose-Gruppe, jeweils eben diese beiden Sessions.
Und eine der großen Überraschungen der Studie war, dass, dass die Effekte in dieser Low-Dose-Gruppe ziemlich stark zu sein scheinen. Also das waren ja 25 Mikrogramm, das ist ja ein Viertel der Dosis von diesen 100 Mikrogramm, aber die Effekte waren so, dass die eigentlich fast bis auf 50% von diesen Effekten bei 100 Mikrogramm hochgekommen sind. Was man auch noch gesehen hat, war, dass dann die Aufdosierung von 100 auf 200 Mikrogramm nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied gemacht hat. Basierend war diese Studie vor allem auf einer Dose-Response-Studie, die gemacht wurde in Basel, die die Friederike Holze gemacht hat, wo verschiedene Dosierungen verglichen wurden. Und da sah es eigentlich so aus, da sind die 25 Mikrogramm dieser kleine gelbe Balken, dass das eben einen relativ marginalen Effekt macht im Vergleich zu diesen höheren Dosierungen. Und wir hatten erwartet, dass das in dieser Studie auch wieder so sein wird, was dann offensichtlich nicht so war. Was man in der Studie auch schon gesehen hat, dass dort auch schon der Unterschied zwischen 100 und 200 Mikrogramm nicht so wahnsinnig groß war. Es scheint so zu sein, dass da viele Effekte sozusagen schon an eine Decke stoßen und dass eine weitere Aufdosierung letztendlich nicht die Effekte weiter steigert, sondern eher noch einfach den Tag verlängert, wie lange das LSD dann wirkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind irgendwelche unspezifischen Placebo-Effekte, die wir da gesehen haben, aber es sieht so aus, wenn man sich da spezifischere Fragebögen anguckt, das ist ein Fragebogen, der verschiedenste Dimensionen sozusagen von dem halluzinogenen Effekten abfragt, dass diese niedrigen Dosierungen eigentlich ein ziemlich ähnliches Muster zeigen, wie das eben die hohen Dosierungen auch tun. Also von daher scheinen das schon relativ spezifische Effekte für eben das LSD zu sein. Was da der Grund ist, ist schwierig zu sagen, denke ich. Eventuell war das so, dass die Menschen sich da speziell stark auf diese Tage eingestellt haben, dass die vielleicht rezeptiver waren für die Effekte, die da aufgetreten sind, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Was gut war, war, dass es tatsächlich ein Stück weit die Verblindung verbessert hat, was ja das Ziel war. Man sieht hier, wie die Ratings waren. Wir haben die Patientinnen und Patienten und auch die Therapeutinnen und Therapeuten das dann nach den Sitzungen jeweils raten lassen, welche Dosis das war. Und die Patienten waren ungefähr bei 80% korrekt. Bei den Therapeuten ist es interessant, dass die sich häufiger bei der hohen Dosis vertan haben und weniger bei der niedrigen Dosis, was ich irgendwie vorher auch nicht so erwartet habe. Das ist, denke ich, schon eine Verbesserung gegenüber anderen Studien. Normalerweise sind diese Zahlen mehr oder weniger fast immer 100%. Also wenn man ein inaktives Placebo nimmt, dann ist das sozusagen fast immer richtig geraten. Das sind jetzt die eigentlichen Ergebnisse, wo es um die Symptome geht. Das ist der primäre Endpunkt, ein Fragebogen namens IDSC. Und der zeigt sozusagen etwas, das heißt Change from Baseline. Das ist sozusagen ab dem Ausgangspunkt, wie stark gehen die Symptome auf dem Fragebogen zurück. Also das heißt, je stärker dieses Minus ist, desto stärker gehen die Effekte zurück. Das ist erstmal die Linie für die Low-Dose-Gruppe. Da hat man den Eindruck, dass nach der ersten Gabe sich tatsächlich etwas tut und dass das dann aber nach der zweiten Gabe mehr oder weniger stagniert. Hier ist die Kurve dann für die High-Dose-Gruppe, wo man auch das Gefühl hat, nach der ersten Dosis tut sich etwas und nach der zweiten Dosis geht es nochmal ein weiteres Stückchen runter. Das ist etwas, was natürlich erstmal erfreulich war vom Ergebnis und was wir uns natürlich auch erhofft hatten, dass das so aussieht. Das Ergebnis für den primären Endpunkt, der war hier bei 9 Wochen, war auch dann signifikant. Da hat, damit Sie vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung haben, die Low-Dose-Gruppe hatte eine Abnahme von ungefähr 3,5 Punkten auf diesem Fragebogen und die High-Dose-Gruppe von um die 13 Punkte. Auch alle anderen Zeitpunkte waren signifikant auf dem Fragebogen. Und vielleicht, um noch das ein bisschen einordnen zu können, was das klinisch heißen könnte, da wo der Pfeil ist, das ist so, wo ungefähr das liegt mit dieser 50% Symptomreduktion. Also das heißt, im Mittel erreichen die Personen, die da teilgenommen haben und in der High-Dose-Gruppe waren eben diese 50% Symptomreduktion.
Wir haben noch einige andere Sachen gemessen, die sogenannten sekundären Endpunkte. Das sind einmal zwei Fragebögen für Depressionen und ein Fragebogen, der so ganz allgemeine psychopathologische Symptome abfragt. Da sah es so aus, als ob das Muster erstmal prinzipiell gleich ist, dass man da einen ähnlichen Verlauf sieht. Allerdings waren die Ergebnisse nicht so durchgehend signifikant, wie das bei dem primären Endpunkt war, sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten. Wir haben noch eine zusätzliche Analyse gemacht. Das ist so, dass man sagen kann, wir versuchen noch mögliche Einflussfaktoren da mit reinzunehmen, die eben eine Rolle spielen konnten, weil zum Beispiel Alter und Geschlecht ungleich verteilt sind zwischen den Gruppen und das irgendwie eine Rolle spielen konnte. Wir haben da auch die Depressionswerte bei Baseline mit reingenommen, weil das etwas ist, was man weiß, dass das relativ wichtig sein kann in solchen Studien. Und da war es tatsächlich so, dass dadurch die Ergebnisse nochmal verändert wurden. Nämlich war es war so, dass an diesen ersten beiden Zeitpunkten die Ergebnisse dann nicht mehr statistisch signifikant waren. Die Ursache dafür liegt höchstwahrscheinlich darin, dass diese Werte bei Baseline, also das heißt, wie stark war die Depression bei Baseline ausgeprägt, einen relativ großen Einfluss hatten. Das, was jetzt kommt, ist ein bisschen technisch. Ich weiß nicht, ob ich das so in der Kürze der Zeit rüberbringen kann, aber ich wollte kurz erklären, was da wohl dahinter stehen könnte. Das ist ein Effekt, den nennt man Regression zur Mitte. Und damit ist gemeint, dass, also wenn man Werte misst in Studien, dann schwanken die ja immer. Also wenn man den Blutdruck misst, dann bekommt man auch bei derselben Person nie denselben Blutdruckwert. Und wenn man dann mal bei einer Person einen extrem hohen Blutdruckwert misst, dann ist es normalerweise so, dass, wenn man das nochmal misst, dass dann der Blutdruck weiter unten ist, weil es eben einfach ein extremer Wert war, der da so aus der Reihe schlägt. Das ist hier in der Grafik gezeigt und das gilt eben für Werte, die hoch sind, aber auch für Werte, die niedrig sind, dass die sozusagen bei der zweiten Messung dann näher an der Mitte sind. Und das Problem bei der Studie war, dass durch einen Zufall unverhältnis viele Menschen mit hohen Werten in dieser Behandlungsgruppe waren und dass es eben sein kann, dass ein Teil von diesem Effekt, den man da gesehen hat, eben mit dieser Regression zur Mitte zusammenhängen könnte. Also das erklärt bei weitem nicht alles, was man da gesehen hat, aber es hatte eben einen gewissen Einfluss. Wir haben uns dann auch angeschaut, wie sind die Verhältnisse von dem, was die Menschen qualitativ erleben an diesem Tag, also die Qualität der akuten Effekte und dem Outcome, also dem Behandlungserfolg. Das ist etwas, was schon in einigen Studien untersucht wurde. Sehr prominent war das mit den sogenannten mystischen Erfahrungen. Also mystische Erfahrungen, ein Zustand, wo Menschen sagen, ich habe so etwas wie ein Einheitserleben gehabt, ich habe das Gefühl, ich konnte in etwas wie die letzte in die letzte Realität schauen. Ich hatte so das Gefühl, ich habe eine intuitive Einsicht, die ich nicht so richtig in Worte fassen kann. Ich hatte das Gefühl, dass Raum und Zeit transzendiert sind und noch einige andere Dinge. Wie gesagt, ist das schon oft angeschaut worden, speziell von Forschern aus den USA. Das ist eine Zusammenfassung von Studien, wo es um Nikotinabstinenz ging, Depression und Angst. Und interessanterweise hat man bei diesen verschiedenen Studien überall diesen Zusammenhang gesehen. Das heißt, je stärker ausgeprägt diese Erfahrungen waren, desto besser war dann das Outcome von diesen Menschen. Was auch noch untersucht wurde, war ein Phänomen, das sich ozeanische Selbstentgrenzung nennt. Das ist ein Zustand, der eben dadurch charakterisiert ist, dass die Menschen sagen, ich empfand tiefen Frieden, ich fühlte mich eins mit meiner Umgebung, ich erlebte die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Einheit und Gegensätze und Widersprüche schienen sich aufzulösen. Das ist was, was einige Überlappungen hat mit diesen mystischen Erfahrungen tatsächlich, also sozusagen, das ist auch meistens miteinander assoziiert, diese beiden Zustände, aber dennoch sollen sie sozusagen ein bisschen unterschiedliche Entitäten messen. Die Ergebnisse in der Studie sahen dann so aus, ich versuche das kurz zu erklären, weil das wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich ist. Also man sieht, von hier oben, das ist der erste Zeitpunkt nach der zweiten Gabe und dann geht es immer weiter hier runter. Das sind sozusagen die Follow-ups im Verlauf
Und hier auf der Achse sieht man eben, wie stark ausgeprägt sind diese mystischen Erfahrungen oder das eben mit dieser ozeanischen Selbstentgrenzung. Also das heißt, je weiter drüben hier ist es stärker und je weiter nach unten, desto besser ist das Outcome. Das ist eben wieder dieser Change from Baseline. Und was man da ganz eindrucksvoll sieht, dass es sich ja sehr durchzuziehen scheint, dass es eben einen Zusammenhang gibt. Also je stärker diese akuten Effekte in dieser Richtung waren, desto besser ist das Outcome und dass es auch so über die Zeit mehr oder weniger bestehen zu bleiben scheint. Und was einerseits interessant, aber für uns auch ein bisschen frustrierend war, dass man da auch sieht, dass sich diese beiden Gruppen ziemlich deutlich mischen. Also die blauen Punkte, das sind die Leute mit den 25 Mikrogramm und die roten sind die mit den höheren Dosen. Und wie man sieht, gehen diese Wolken eigentlich immer ineinander über und sind eben nicht mehr sauber getrennt. Also das heißt, eben die Menschen mit diesen 25 Mikrogramm hatten durchaus auch solche Erfahrungen, was man jetzt so nicht erwartet hätte. Bestimmten Grund dafür sein könnte, dass es schon klar war, dass die Effekte von LSD individuell recht unterschiedlich sein können. Das ist eine Grafik auch aus einer Studie aus Basel, die zeigt die Effekte über die Zeit nach der Einnahme von 100 Mikrogramm von einigen Versuchspersonen. Und wie man sieht, eben gibt es eine recht große Streuung. Also hier unten, da geht es dann so bis 30% oder 40% und die Personen oben haben 100%. Und wahrscheinlich kommt eben aufgrund dessen diese Mischung zustande, dass eben manche Menschen mit 25 Mikrogramm schon recht starke Effekte haben und andere mit 100 oder 200 relativ gesehen nicht so starke Effekte haben. Noch ein wichtiges Thema natürlich die Sicherheit. Wie sah das aus? Allgemein kann man sagen, dass LSD gut vertragen wurde in der Studie. Es gab wenig unerwünschte Nebenwirkungen, auch die Wirkung auf Puls und Blutdruck waren recht marginal. Wir haben auch Laborwerte untersucht, Leberwerte, Nierenwerte, Blutbild, da gab es keine Auffälligkeiten. Interessanterweise war auch da, im Prinzip gab es auch keinen Unterschied zwischen den Gruppen. Der Effekt von 25 und 100 oder 200 Mikrogramm auf den Blutdruck waren eigentlich gleich und das galt auch für andere Nebenwirkungen, so wie es aussieht, also Übelkeit, Kopfschmerzen und so weiter. Zwei Personen sind nach der ersten Session, wo sie eine hohe Dosis, diese 100 Mikrogramm bekommen haben, wegen zu schwieriger Dinge ausgestiegen. Die hatten beide wirklich einen sehr harten Tag, sehr viel Ängste, sehr viel schwierige Themen, die hochkamen. Und bei denen waren das eben beide so, dass die gesagt haben, sie können sich nicht vorstellen, sich dem nochmal auszusetzen hinterher. Es gab im Verlauf drei Spitaleintritte aufgrund von Verschlechterungen der depressiven Grunderkrankungen. Zwei sind in der niedrigen Dosisgruppe aufgetreten und eine in der hohen Dosisgruppe. Das ist so, dass man natürlich da nicht prinzipiell einen Zusammenhang ausschließen kann, weil das eben nach diesen Gaben passiert ist. Allerdings waren da jeweils die Abstände recht groß. Da ging es meistens um mehrere Wochen. Und wir erachten das jetzt eigentlich nicht als unbedingt klar, eben, dass da ein Zusammenhang bestanden hat. Ich komme schon zum Schluss. Einmal zeigt diese Studie eben, dass zwei hohe Dosen depressive Symptomatik im Vergleich zu diesen beiden niedrigen Dosen signifikant und auch klinisch relevant und anhaltend lindern konnten, dass sich LSD sicher anwenden ließ, dass es eben wahrscheinlich eine Vermischung gab zwischen diesen beiden Gruppen, was die Behandlungseffekte angeht, etwas, was wir so nicht wollten. Interessanterweise gibt es ja die Episode-Studie in Deutschland, die Psilocybin untersucht und die ist ein bisschen größer angelegt. Die haben eine Gruppe, die ein inaktives Placebo bekommt und eine Gruppe, die eine niedrige Dosis Psilocybin bekommt, die, denke ich, relativ nahe an dem liegt, was diesen 25 Mikrogramm entspricht. Und wenn die Studie dann mal erschienen ist, kann man das bestimmt ganz gut nochmal miteinander vergleichen und ich bin echt sehr gespannt, was dann da rauskommen wird. Es gab, wie gesagt, diesen Einfluss von höheren Depressionswerten in der Gruppe mit der hohen Dosis, etwas, was einfach als Bias jetzt in dieser Studie drin ist.
Es gab auch hier wieder eine Entblindung, die relevant war. Also eben die Leute haben jetzt nicht einfach zufällig 50-50 geraten, sondern es gab schon einen klaren Drift dahin, dass sie eben wissen, welche Dosis sie bekommen haben. Und was im Nachhinein schade ist, dass wir die Erwartungshaltung von den Menschen, die teilgenommen haben, nicht erfasst haben. Das ist etwas, was ich denke, mittlerweile sehr, sehr wichtig ist. Also es gibt ja eben, es gibt den Medienhype, es gibt Menschen, die sehr überzeugt sind von dieser Art von Behandlung und die kommen natürlich auch in die Studien. Und ich denke, dass das im Moment schon auch, was die Ergebnisse angeht, ein recht großer Einflussfaktor sein könnte. Und ich denke, es wäre wichtig, das in der Zukunft sich genauer anzuschauen. Genau, was auch noch eine Einschränkung ist, dass wir natürlich ein selektives Sample uns da rausgesucht haben. Wir hatten keine Menschen, wo man eine akute Suizidalität gesehen hat und wir haben keine Menschen mit einer sehr schweren Depression in die Studie aufgenommen. Genau, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wollte noch ein kurzes Dankeschön auch noch in die Runde. Das sind alles Menschen, die mich in dieser Zeit auf verschiedenste Arten begleitet haben sozusagen und die auch auf ihre Weise einen Anteil hatten, dass das mit der Studie alles gut geklappt hat. Also die, die mich näher kennen, wissen auch, dass es nicht immer nur eine einfache Zeit war. Und ja, das war sehr gut, irgendwie, dass ich da mich ja, irgendwie ganz gut begleitet und aufgehoben gefühlt hat. Also vielen Dank. Wir machen noch Fragen am Schluss. Ich schlage vor, dass wir am Ende der beiden Vorträge dann noch Zeit für Fragen haben und jetzt gleich übergehen zu Friederike Holzes Vortrag. Vielen Dank, Peter, und schön, dass ich heute da sein darf und über diese Studie reden. Und nochmal danke, Peter, für die nette Einführung vorher. Es waren schöne Jahre mit euch. Genau, und deshalb möchte ich auch zuerst nochmal den ganzen Therapeuten danken und dem Team der Studie. Wir waren da eine gute Gruppe, finde ich, und ohne die ganzen Therapeuten und natürlich Peter und Matthias wäre diese ganze Studie nicht möglich gewesen. Zum Hintergrund der Studie, dort seht ihr auch kurz das Therapiezimmer von Peter, wo ein Teil der Studie durchgeführt worden ist. Die Studie wurde geplant als Fortführung von Peters erster LSD-Pilotstudie bei Angsterkrankungen. Ihr seht hier links die Resultate der Studie und dort hat man gesehen, dass die LSD-Behandlung einen angstlösenden Effekt hat bei Patienten mit Angsterkrankungen und einer somatischen Erkrankung. Dieses Mal war das Kriterium, dass alle Teilnehmenden LSD erhalten sollten und deshalb haben wir auch ein Crossover-Design gewählt. Was das heißt, dazu komme ich später noch. Und eine genügend große Anzahl von Teilnehmern. Und zusätzlich wollten wir auch noch neben den Angsterkrankungen mit somatischer Komponente auch noch Angsterkrankungen ohne somatische Komponente untersuchen. Die Studie ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel von einer tollen Kooperation von wissenschaftlicher Seite, von uns am Unispital Basel und von Peter aus der Praxis und allen anderen Therapeuten auch. Und die Finanzierung war vollständig privat. Also weder öffentliche Gelder noch Gelder aus irgendeinem Pharmasektor. Und zu den Studienfacts, damit möchte ich eigentlich starten. Die Studie war ein sehr zeitaufwendiges und langwieriges Unterfangen.
Die Planung ist 2015 gestartet und im Sommer 2017 wurde der erste Patient behandelt. Der letzte Patient, aktiv aus der Studie, fertig behandelt, war im Dezember 2021. Das sieht man, das ist eine Spanne von insgesamt 4,5 Jahren. Und vielleicht als kurze Vorinformation, wir sind noch nicht fertig, denn wir haben diesen ganzen Patienten nach einem Jahr nochmal einen Fragebogen geschickt und diese Datenerfassung ist erst jetzt langsam abgeschlossen. Die Studie hatte insgesamt über 160 LSD- und Placebo-Tage und ist eigentlich so bis jetzt die größte akademisch durchgeführte Studie. Es war ein einzeltherapeutisches Setting, das heißt, jeder Patient wurde von einem Therapeuten behandelt und damit wir das miteinander besprechen konnten, hatten wir Intervisionssitzungen circa dreimal pro Jahr. Das Setting war unterschiedlich, manchmal mit Musik, manchmal gab es Ruhe und es gab auch einige ethische Überlegungen dahinter. Deshalb haben wir dieses Crossover-Design gewählt, dass jeder Patient wirklich LSD erhalten sollte. Diese Studie konnten wir dann letztes Jahr im Sommer endlich publizieren im Biological Psychiatry. Also die Leute, die sich dafür noch mehr interessieren, können das gerne nachlesen. Sie ist Open Access, das heißt, man kann sie einfach im Internet aufrufen. Genau, was ist der wissenschaftliche Hintergrund und das Ziel dieser Studie? Angsterkrankungen sind sehr weit verbreitet. Circa 33% der Weltbevölkerung haben im Laufe ihres Lebens eine Episode. Und derzeitige Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt. Die Forschungen aus den 50er und 70er Jahren haben positive Auswirkungen auf LSD bei Angsterkrankungen gezeigt. Und wir haben aus Peters Pilotstudie schon Daten, dass LSD bei Angsterkrankungen mit lebensbedrohlicher Komponente bis zu 2 Monate wirken kann. Bei Psilocybin, was eine ähnliche Substanz ist, haben wir mehr Daten gehabt, und zwar, dass Depressionen und Angstzustände bis zu 6 Wochen reduziert sein können. Bis zu dieser Studie gab es keine Studie mit Psychedelika bei Patienten mit Angststörungen, die nicht auf eine schwere somatische Erkrankung zurückzuführen sind. Und deshalb war das Ziel, die Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit der LSD-gestützten Therapie bei Patienten mit Angststörungen. Das Studiendesign war eine doppelblinde, placebo-kontrollierte 2-Phasen-Crossover-Studie. Das heißt, Patienten wurden zuerst randomisiert. Also wurden zuerst eingeschlossen, dann randomisiert, dann die erste Hälfte ging zuerst in die LSD-Therapie mit 2 Sitzungen und die zweite Hälfte zuerst in die Placebo-Therapie. Dann wurden Outcomes erfasst, nach 2 Wochen, also zwischen den Sitzungen, 2 Wochen nach der zweiten Sitzung, Woche 8 nach der zweiten Sitzung und 16 Wochen nach der zweiten Sitzung. Und dies war auch unser primärer Endpunkt. Danach gingen die Personen, die zuerst LSD erhalten haben, in die Placebo-Gruppe. Und dann gegen die Personen, die zuerst Placebo erhalten hatten, in die LSD-Gruppe. Dosiert haben wir 2x200 Mikrogramm, was 2x eine hohe Dosis ist. Und der primäre Endpunkt war dieser STAI-G, heißt der Fragebogen, der zeigt eine Angstsymptomatik auf. Einschlusskriterien waren ein bisschen unterschiedlich, da wir Patienten mit somatischer Erkrankung hatten und Patienten ohne somatische Erkrankung. Patienten ohne somatische Erkrankung mussten eine diagnostizierte Angsterkrankung haben und Patienten mit somatischer Erkrankung konnten einen erhöhten Level auf diesem STAI-Score haben. Alle Patienten mussten älter als 25 Jahre sein und sie konnten schon in einer laufenden Therapie sein. Sie sollten einfach ihre Therapie nicht ändern während der Studie. Ausschlusskriterien waren frühere oder aktuelle Diagnose mit primären psychotischen Erkrankungen oder bei erstgradigen Verwandten, eine frühere oder aktuelle bipolare Störung, aktuelle Suchterkrankung oder bei den Patienten mit somatischer Erkrankung ein Krebs mit ZNS-Beteiligung. Jetzt kommen wir zu den Resultaten. Wie Felix vorher auch schon gezeigt hat, möchte ich euch auch kurz darauf hinweisen, dass am Anfang einer Studie hatten wir 243 Patienten, die sich gemeldet haben und die wir gepre-screened haben, anschließend 44 eingeschlossen, während der Studiendauer
sind 7 ausgeschieden, sodass insgesamt 37 Patienten die ganze Studie durchlaufen haben. Für unseren primären Endpunkt konnten wir allerdings 42 Patienten verwenden. Charakteristika beim Einschluss, das sieht jetzt auch ein bisschen unübersichtlich aus. Was ich aber zeigen möchte, ist vor allem auch, dass auf was das Felix vorher schon hingewiesen hat, ist, dass er hat gesagt, dass Angsterkrankungen eine Komorbidität von Depressionserkrankungen sind, aber genau umgekehrt sind Depressionserkrankungen eine Komorbidität von Angsterkrankungen. Und da sehen wir eigentlich, dass 20% der Patienten hatten eigentlich auch eine klare Major Depression. Und im Durchschnitt hatten wir eine Angstlevel von 111, das heißt, es ist eindeutig eine schwerwiegende und symptomatisch ernstzunehmende Angsterkrankung. Das sind die Resultate von der Studie. Und was wir sehen, sind die gestrichelten Linien bei Woche 2 und 8 sind die Substanzgaben. Und wir sehen schon nach der ersten Gabe bei den Leuten in Weiß, bei den Patienten in Weiß, sind die, die LSD erhalten haben, eine schnelle und signifikante Reduktion schon nach einer Sitzung, die dann anhaltend bleibt bis zu 4 Wochen, bis zu 4 Monaten, Entschuldigung, bis nach der letzten LSD-Behandlung. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil 4 Monate lang eine reduzierte Angst zu haben, wenn man eine Angsterkrankung hat, ist ziemlich bedeutend. Wir haben dann auch noch geschaut, wie viele Patienten haben klinisch angesprochen. Das haben wir definiert als 30% Reduktion in diesem STI-Score. Und da hatten wir ein Ansprechen von 65% der Patienten. Und ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Depressionsfragebögen. Da sehen wir auch, dass nach der ersten Behandlung schon ein signifikanter Effekt entsteht, der dann bis 16 Wochen danach, also 4 Monate danach, anhaltend ist. Und jetzt möchte ich euch noch etwas zeigen. Und zwar habe ich ja gesagt, wir haben ein Crossover-Design gemacht. Dann könnt ihr euch fragen, was ist denn bei der Gruppe geschehen, die als zweites LSD erhalten hat, da ich jetzt immer nur davon geredet habe, von der Gruppe, die als erstes LSD erhalten hat. Und was wir gesehen haben, ist, dass die auch eine schöne Reduktion machen. Bleiben wir wieder beim Style, bei unserem primären Endpunkt. Die haben hier keine Verbesserung gemacht und mit LSD eine Verbesserung. Aber was noch viel interessanter war, war dieses. Und zwar, dass die Personen, die zuerst LSD erhalten haben und dann in die Placebo-Gruppe gegangen sind, nochmal eine Verbesserung gemacht haben. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass nicht nur 16 Wochen lang ein Effekt da war, sondern wahrscheinlich noch länger. Man wir den einfach nicht genau statistisch beschreiben konnten, da wir keine valide Kontrollgruppe mehr haben. Außerdem haben wir auch noch gezeigt, dass die akuten Effekte schön mit dem therapeutischen Outcome korrelieren. Da haben wir, wie Felix vorher schon erklärt hat, diese ozeanischen Selbstangrenzungen und die mystischen Effekte genommen, was hier die positiven und die mystischen Erfahrungen sind. Und die zeigen auf, je höher, dass diese Effekte während der akuten Substanzsitzung unter LSD ist, umso besser ist das therapeutische Ansprechen. Und das Gleiche haben wir natürlich auch mit negativen Effekten gemacht, um das zu beschreiben. Und wir haben gesehen, negative Effekte sind eigentlich neutral fürs therapeutische Outcome. Sie sind weder schlecht noch gut. Zur Sicherheit. Die unerwünschten Wirkungen während der Behandlungssitzung waren eigentlich recht überschaubar. 10% der Patienten haben über Übelkeit geklagt, 7% über Beklemmung und 2% über Kopfschmerzen. Und wir hatten ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis. Und zwar eine Person, die eine akute vorübergehende Angstzustand mit Wahnvorstellungen hatte. Dieser wurde dann mit Lorazepam und Olanzapin behandelt. Und als Konsequenz haben wir die zweite Dosis auf 100 Mikrogramm reduziert. Dieser Patient hat aber völlig normal die ganze Studie durchlaufen und ist nicht aus der Studie ausgeschieden. Dann haben wir noch nicht behandlungsbezogene Ereignisse gehabt. Und zwar ziemlich viele, da wir ja die Studie
da die Patienten über ein Jahr in der Studie eingeschlossen waren. Am häufigsten haben wir Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Erkältung etc. gesehen. Also alles Sachen, die man während eines Jahres von einem psychiatrischen Sample eigentlich erwarten kann. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse hatten wir 8 zusätzliche. Diese waren aber meist in der Gruppe mit den Patienten mit somatischer Erkrankungen, vor allem Krebspatienten und aufgrund der Grunderkrankung. Jetzt komme ich schon langsam zum Fazit der Studie. Wie wir gesehen haben, LSD führte zu einer raschen und langanhaltenden Verringerung der Angst- und Depressionssymptome bis zu 16 Wochen nach der Behandlung. Die akuten positiven oder mystischen Erfahrungen korrelierten signifikant mit den langfristigen therapeutischen Ergebnissen. Und damit dann kann ich nochmal darauf zurückkommen. Und zwar ist das ziemlich cool auch für die Phase 1-Studien. Phase 1-Studien sind in gesunden Probanden. Und da können wir, wenn wir diese mystischen Erfahrungen, kann man schon im Gesunden erfassen. Also diese Fragebögen können genau gleich ausgefüllt werden. Und damit können wir schon in gesunden Patienten oder Probanden eigentlich die Dosis optimieren oder die Substanz optimieren etc. Die lange Vorbereitungsphase in der Gruppe, die zuerst Placebo erhalten hat, führte nicht zu einer besseren therapeutischen Ergebnissen. Aber das Umgekehrte haben wir gesehen. Das heißt, die Patienten, die zuerst LSD und dann Placebo hatten, hatten ein besseres therapeutisches Outcome, was eigentlich ein bisschen auch zusammengefasst heißt, dass Integration vermutlich viel wichtiger ist als Vorbereitung. LSD war insgesamt sicher und gut verträglich. Wir hatten, wenn wir die Studie nochmal machen würden, würden wir es so machen, wie Felix Müller vorher auch erzählt hat, wir würden zuerst 100 Mikrogramm geben und dann in der zweiten Sitzung auf 200 Mikrogramm hochdosieren, weil 200 Mikrogramm wirklich schon eine sehr starke Wirkung hat. Wir hatten eine relativ lange Studiendauer. Es gibt eigentlich keine Studie, die die Patienten so lange eingeschlossen hatte und so lange beobachtet hat mit so vielen gemessenen Outcome-Punkten. Allerdings eine kleine Limitation ist, dass wir ein inaktives Placebo verwendet haben. Das heißt, vielleicht sind alles Placebo-Effekte, was ich nicht glaube, aber es kann natürlich sein, dass der Effekt überschätzt wird aufgrund eines inaktiven Placebos. Es stellt sich auch die große Frage der Generalisierbarkeit, weil, wie das bei Studien oft so ist, melden sich hochmotivierte Patienten, die das unbedingt ausprobieren wollen oder das Gefühl haben, es könnte ihnen helfen. Die sind meistens vorher schon gut informiert, deshalb melden sie sich für so eine Studie. Und wie ich auch auf dem ersten Slide schon gezeigt hatte, wir hatten eine Gruppe von sehr erfahrenen und sehr guten Therapeuten und Therapeutinnen. Und es stellt sich die Frage, wie das nachher generalisiert werden kann. Dann vielleicht noch ein kurzer Outlook. Was kommt als nächstes? Und wie ich vorher schon angetönt habe, haben wir noch ein Jahr später die Patienten befragt. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch auswerten kann. Und wir dann sehen können, ob es noch längere Effekte hat, als das wir bis jetzt schon beschreiben konnten. Felix hat ganz ähnliche Effekte gezeigt, wie wir auch. Es ist insgesamt ein Puzzlepiece auf dem Weg zu LSD als registrierte Substanz. Wenn man solche rigoros durchgeführten, sauberen klinischen Studien macht, und das ist ja eigentlich, ich nehme an, das, was wir alle schlussendlich wollen, dass wir damit wieder therapeutisch arbeiten können und dass das wieder einer größeren Anzahl von Patienten zur Verfügung gestellt wird. Es ist aber allerdings kein Cure for everybody, wie man so schön sagen kann. Es gibt sicher Patienten, die auf das nicht ansprechen werden. Es gibt sicher auch Patienten, die das nicht möchten. Und wie Felix vorher auch schon erzählt hat, gibt es auch Patienten, die wegen Nebenwirkungen oder akuten Effekten aus Studien ausscheiden. Diese Studie war auch der Wegbereiter für eine MindMed-Studie. Das ist eine Pharmafirma in den USA. Die haben jetzt ihre Phase 2b-Studie gestartet. Das heißt,
Sie möchten gerne LSD als Medikament entwickeln und in generalisierten Angststörungen. Genau, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit, möchte mich nochmal bei meinem Studienteam bedanken und ja, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Friederike. Dann haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Felix, kommst du auch noch mal auf die Bühne? Und dort vielleicht. Ja, hallo. Vielen Dank für eure sorgfältige Arbeit und die Vorträge. Ich habe eine Frage zur Verblindung in der Depressionsstudie, Felix. Du hast gesagt, dass vor der zweiten Gabe der hohen Dosis LSD die Patienten wählen konnten zwischen 100 und 200. Wie konnten die dann noch blind sein? Das war so, dass man das einfach mit allen besprochen hat. Also wir waren ja auch selber verblindet und wir haben einfach alle, die teilgenommen haben, gefragt, wie war das jetzt beim ersten Mal? Können Sie sich vorstellen, beim nächsten Mal dann noch die doppelte Dosis zu nehmen? Und haben das dann einfach jeweils erfasst. Und im Endeffekt haben eben dann die in der Hochdosisgruppe tatsächlich 200 bekommen. Das waren dann eben zwei Ampullen. Und die in der 25 Mikrogramm-Gruppe haben auch zwei Ampullen bekommen. Und in der einen war eben dann nichts drin. Das war genau. Okay, danke. Ich danke auch herzlich für die wichtige Grundlagenarbeit. Ich würde auch gerne noch an Felix Müller eine Frage richten. Wie streng waren die Ausschlusskriterien bezüglich Komorbiditäten, also psychiatrischen Erkrankungen bei erstgradigen Verwandten? In der Studie war das so, wie wir das eigentlich immer machen bei unseren Studien. Das heißt, psychotische Erkrankungen bei erstgradigen Verwandten und bipolare Erkrankungen waren Ausschlusskriterien. Und dann hatten wir noch sozusagen ein softeres Kriterium, wo es darum geht, inwiefern eben eine therapeutische Beziehung im ausreichenden Maß aufbaubar ist, wo es dann zum Beispiel um Borderline-Erkrankungen geht, was jetzt nicht per se ein Ausschluss gewesen wäre, aber wo man eben dann je nachdem sagen konnte, man hat den Eindruck, dass das dass die Basis dafür nicht ausreichend ist sozusagen. Ja, sehr vielen Dank für Ihre Arbeit und für die tollen Vorträge. Mich würde interessieren, inwiefern Sie extra pharmakologische Faktoren, jetzt insbesondere Musik, erfasst haben. Frau Holze, Sie haben ja gemeint, dass manche Therapeuten Musik verwendet haben, manche haben nur Stille verwendet. Mich würde interessieren, was für Musik verwendet wurde und war das denn immer die gleiche Playlist oder unterschiedliche Playlists? Und dann, ja, auch insbesondere zu dem Crossover, ja, das ist für mich interessant, weil vielleicht Leute, die zuerst die psychedelische Erfahrung hatten mit der Musik und dann die gleiche Playlist hören und nur mit dem Placebo haben, können die Erfahrung nochmal neu aufleben lassen, sozusagen. Also das Vorgehen war nicht standardisiert. Das heißt, es gab keine standardisierte Playlist. Jeder Therapeut hat individuell entschieden, was für den Patienten in dem Moment gut ist. Und es gab halt, manche Personen wurden nicht, so wie ich das im Kopf habe, komplett mit Stille, wegen Stille behandelt, sondern manchmal tut es gut, die Musik ein bisschen runterzufahren aufgrund von äußeren Reizen und dann vielleicht wieder hochzufahren, etc. Also ich kann keine standardisierte Antwort geben, weil es kein standardisiertes Setting war. Und ja, ich bin mit Ihnen einer Meinung, es kann schon sein, dass wenn die Personen, die zuerst LSD hatten, anschließend nochmal die gleiche Musik hören, sowie einen kleinen Rückflug in ihre LSD-Behandlung machen und das vielleicht auch nochmal zum weiteren therapeutischen Outcome dazu spielen kann, aber das haben wir auch nicht erfasst. Ohne Mikrofon.
Also mich würde interessieren, zum Beispiel, sollte mal ein Patient oder eine Patientin sehr unerwünscht reagieren, eventuell auch aggressiv, ob sie da ein standardisiertes Vorgehen haben oder ob sich das immer konkret nach der Situation richtet und ob sie eventuell auch aus der Praxis berichten können, vielleicht von einem Beispiel, von einem Fall, den sie erlebt haben. Dankeschön. Ja, also es gibt schon ein Stück weit ein standardisiertes Vorgehen. Also das Manual hat vorgesehen, dass man primär erstmal versucht, solche Dinge mit psychotherapeutischen Mitteln in den Griff zu bekommen, was dann natürlich sehr unterschiedlich aussehen kann. Aber es hat auch vorgesehen, dass man prinzipiell das medikamentös behandeln kann mit Lorazepam und Olanzapin. Wäre dann das Mittel gewesen, wobei wir das nie eingesetzt haben. Also das, ja, das war was nie nötig war. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas auch mal passieren kann, aber ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass so die schwierigen Sachen eher so sehr stark nach innen gehen und nicht nach außen gehen. Und dass es eher die Schwierigkeit ist, dass jemand sich sehr stark in sich verkriecht und den dann da wieder rauszuholen und nicht, dass das nach außen so auffällig wird irgendwie. Also, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mal passiert. Also es ist, solche Fälle sind ja bekannt und das ist halt auch immer ein Zufall, was in solchen Studien dann vorfällt, denke ich. Ja, guten Tag, ich habe zwei Fragen. Einerseits, ich habe verstanden, dass diese Menschen teilweise langjährige Depressionen haben, die in der Studie beteiligt sind. Ist eine Überlegung, wenn, sagen wir, die Resultate so gut sind über Wochen, Monate, diese Menschen auch über viele Jahre zu begleiten? Ich meine, IV-Bezüger, chronische Depressionen, das sind ja langjährige Entwicklungen. Ob die dann vielleicht auch über viele Jahre hinweg eine bessere Lebensführung bekommen, also nicht nur jetzt rein symptomatisch. Die zweite Frage, ich meine, die Erfahrungen mit Psychedelika, mystische Erfahrungen, Einheitsgefühl, auch wir Menschen, die so Sachen nehmen, die wir nicht krank sind, kennen ja die Vorteile davon. Gibt es auch Überlegungen in der Forschung, dass man vielleicht junge, gesunde Menschen begleitet, regelmäßig mit diesen Psychedelika, und man dann misst, ob das einen Einfluss hat auf Resilienz, Widerstandsfähigkeit und so weiter. Das fände ich spannend. Ich bin nicht mehr so jung, ich würde auch mitmachen. Also bei den Patienten, die in einer klinischen Studie drin sind, wenn man die nachher noch, man plant ja meistens eine Studie oder wir planen meistens die Studien prospektiv, und dann sind wir verpflichtet, während der Studiendauer sie sehr genau zu begleiten. Und wir hatten dann eben bei der Angststudie, wie ich erwähnt habe, nochmal diesen einen Jahresfragebogen nachher. Aber anschließend erfassen wir das eigentlich nicht mehr genau, weil es ist auch sehr aufwendig, solche Studien dann durchzuführen, und oftmals verliert man ja auch sehr viel vom Patientensample. Das ist jetzt einfach spezifisch für die Angststudie. Prinzipiell denke ich, dass man das halt besser machen könnte, wenn es in einem Rahmen ist, der nicht so hoch kontrolliert ist wie diese GCP-kontrollierten Phase-2-Studien, wo sehr, sehr viel Aufwand nur schon in den administrativen Aufwand hineingeht. Ja, also ich finde, dass das beides sehr gute Punkte sind, wo ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht habe. Also wir haben bei der Depressionsstudie auch noch qualitative Interviews gemacht, und die sind ja sehr gut dafür, dass man da auch sieht, was sich so außerhalb von diesen Fragebögen so tut. Und ich denke, dass es wirklich sehr naheliegend ist zu glauben, dass Halluzinogene in diesem Bereich einfach einen Vorteil haben, dass sie sehr viele Sachen machen. Also es gibt ja zum Beispiel Antidepressiva-Studien, die sagen, okay, diese Symptome gehen zurück, aber die Lebensqualität wird jetzt nicht irgendwie besser im eigentlichen Sinne, oder die Suizidalität nimmt nicht ab. Also da passieren ja manchmal auch so Dinge, wo man denkt, wie kann man sich das erklären? Und da denke ich schon, dass das interessant wäre, wirklich zu schauen, wie breit das alles ist und das auch über einen längeren Zeitraum zu machen. Also wir machen auch in der Studie dann ein Einjahres-Follow-up, dass das abgreift sozusagen ein Stück weit.
Und mit der Prophylaxe, ich finde den Gedanken irgendwie auch recht logisch auf eine gewisse Weise. Ich denke, es ist wahrscheinlich jetzt ein Zeitpunkt, wo das noch nicht so konsensfähig ist. Also ich denke, dass man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Erfahrung braucht mit Menschen, die schon krank sind, aber ich denke, es kann ja wirklich von der Logik her Sinn machen. Also es gibt ja auch Menschen, wo man weiß, die haben ein recht hohes Risiko, mal eine psychische Erkrankung zu bekommen. Und vielleicht könnte man das ja probieren. Also es ist natürlich in der Medizin ja fast immer besser, Prävention zu machen, als etwas zu machen, wenn es schon passiert ist. Also von daher, da wäre ich gerne mal dabei. Ja. Ja, ich wollte mich auch bedanken für dieses enorme Engagement, was dahinter steckt, hinter der Studie, freiwillig so viel Zeit zu investieren. Und das führt mich zu der Frage, wie ist das mit einer Variation des Settings? Wäre es vorstellbar, auch vom BAG her, dass man auch mal ein Gruppensetting versucht und da die Ergebnisse vielleicht vergleicht zu den Einzelsettings? Das wäre ja ein erheblich geringerer Aufwand. Das kann man ja nicht voraussetzen, dass so viele Menschen, die da beteiligt waren, so viel Zeit investieren, damit das auch unabhängig bleibt, die Studie. Die zweite Frage vielleicht noch kurz hinterher. Mich würde auch interessieren, ob es die Möglichkeit gibt oder bisher Studien auch durchgeführt wurden, die das Ganze mit einer körperorientierten Psychotherapie oder körperorientierten Methoden, also einen anderen Setting auch verknüpfen. Das fände ich auch immer spannend. Ich finde, bin eigentlich auch Ihrer Meinung, dass man das auch noch erforschen sollte, wie das Setting variiert. Gruppentherapie, vorher schon angetönt, mit Musik, ohne Musik, gemütlicher Raum, Spitalsetting. Da gibt es viele Varianten, die man noch anschauen könnte. Aber man muss es noch machen. Ich denke, es gibt sehr viele Leute, und ich denke auch, dass es in Zukunft Bestrebungen in die Richtung gehen wird, dass Leute das unbedingt erforschen wollen und anschauen wollen, was ist besser, was funktioniert besser, etc.